Von wo kommt sie hier? Also wir studieren hier. Ah, ihr studiert hier? Theater, Film und Medienwissenschaft und das ist halt so ein Projekt, das müssen wir machen. Genau, das ist okay. Ein kurzer Beitrag. Aber machen danke, wir. Gell? Kein Super. Problem. Hast du's? Okay, hi, wie heißt du denn? Ich bin die Alexa aus Vorarlberg, hallo. Hi Alexa, du, wo verbringst du denn gerne deine Freizeit in Wien und wie? Ja, am liebsten beim Shoppen in der Maria-Hilfer-Straße, tagsüber mit Freunden in einem Netz-Kaffeehaus sitzen in Sacher. Mehr kenne ich da nicht. Und ja, zum Abfeiern gehe ich gerne ins Flex oder in die Bögen. Oder das Bermuda-Dreieck ist schon noch gut. Und hast du da irgendeinen Lieblingsclub in den Stadtbahnbögen? Brot und Spiele heißt da einer, der ist super. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin heute einen Tag da, seit 3 Jahren, juhu. Wir werden das Viertel heute noch unsicher machen. Meine Stimme, ich habe nicht zu viel gesoffen, ich bin krank. Und ja? Wo geht's dann heute Abend hin? Heute Abend sind wir uns am Überlegen, eventuell ins Flex oder in die Bögen oder ja, was sich ergibt. Irgendwas ergibt sich da immer, oder? Alles klar, dann bedanke ich mich. Schönen Tag noch, gell? Gerne, danke Ciao. Schön. Tschüss. Okay, super, danke. Wie verbringst du denn gerne deine Freizeit in Wien? Am liebsten sportlich. Sportlich? Also laufen, Tennis spielen, Radfahren, ja. Und wo machst du das dann? Alles hier, Donauinsel. Also ja. Oder halt Tennishallen, die es halt gibt, so okay. In der Umgebung. Oder wo gehst du denn Nachmittag gerne hin? Abends eher gerne in Bars. Also es kommt da wahnsinnig bei Mutterdreieck oder so. Hast du da eine Lieblingsbar? Eigentlich nicht, ne. So, Lieblingsbar wäre ist Flug am Praterstern. Und sonst versuchen wir eigentlich, dass wir so viele Lokale wie möglich kennenlernen. Das sind wir nicht so wählerisch. Wo verbringst du denn gerne in Wien deine Freizeit? Also ich muss ehrlich sagen, dieses Semester habe ich relativ wenig Freizeit gehabt, weil ich eben in der Uni gearbeitet habe und sehr viel Stress gehabt habe in meinem Studium. Aber ich bin sehr gerne im Tunnel Vienna zum Beispiel. Also ich wohne da in der Nähe, 7.8. Bezirk. Kennst du den? Ja, kenne ich. Und also vor kurzem Donauinselfest quasi, also Donauinsel ist auch immer super. Und ja, also laufen tue ich auch ziemlich gern, wo es geht, in verschiedene Parks und so weiter. Wo und wie verbringst du denn gerne deine Freizeit in Wien? In Wien? Ja, von der Zeit, die mir übrig bleibt, verbringe ich sie eher im Freien. Und ja, wenn, dann zieht es mich schon zum Grünen hin. Also Donauinsel, in die ganzen Parks und ja. Hi Marc, du, wo verbringst du denn gerne deine Freizeit in Wien? Wenn ich Freizeit habe, dann gehe ich gerne nach Schönbrunn und gehe da spazieren, ein bisschen genießt, einfach die freie Zeit, wenn nicht so viel Stress ist. Ansonsten wird Freizeit zum Üben genutzt. Hi, what's your name? My name is Future Love Sivanda. Future Love, really? Yeah, that's my real name. Okay, so Future Love, what do you do in your free time? Well, I go walking, especially at the Danube, but mostly I spend my time at the Museum Scotia. Ah, what are you doing there? Just laying in the sun and, you know, I usually spend my time in Chungelvin, in the kids' theater, because I work a lot of times with kids there. So after that, I just go to the square, to the MQ, and then just basking at the sun, doing nothing. And have a spritzer over there? Have a what? A spritzer? Of course, yes. Nice. So where do you go when it's night, you know? Do you spend your time like in clubs movies, and stuff? Movies, and I watch a lot of theaters. Theater performances like in Chungel also. Okay. And what theater do you prefer in Wien? Kids theater, they are so much fun. Like, anything that has to do with children and okay. Little kids is much more fun than adults. I find it, that's right, yeah. Okay. So thank you for that. You're welcome. And have a good day. Of course, yes. Bye. Thank you, bye.